Jetzt verstehe ich. Die haben aus dem Bergwerk einen Tunnel hier hochgegraben und haben die Kleine. Nee, die haben die doch beim. Nein, 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 nein. Anders. Die Kleine wurde beim Schiff gefunden. Die Kleine wurde beim Schiff gefunden, aber die haben hier trotzdem einen Zugang gehabt, wahrscheinlich unten zu dem Labor. Die hatten hier einen verschissenen Zugang. Ich frage mich, wer hat unten die Forschungsmaterialien ausgefüllt? Wer war das? War das Lucas? Der Vater war es, glaube ich, nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe Lucas in Verdacht, weil der vorhin auf dem Funkgerät hat irgendjemand gesagt, von wegen, er hätte eine Nachricht abgefangen. Ja, E001. Wir sind wieder am Anfang. Ich komme hier nicht durch. Das heißt aber, wir kommen auch nochmal zu einer Speicherkiste und des Weiteren könnte ich. Ja, ich weiß nicht, komme ich nochmal. Warte mal, wir sind doch jetzt wieder im Gästehaus. Ich habe keinen Dietrich mehr, ne? Weil ich hätte ja gerne noch die Schublade geöffnet. In der Schublade. In der Küche. Wir sind tatsächlich wieder hier. Wir sind tatsächlich wieder hier. In der Küche gibt es eine Schublade, die noch nicht geöffnet ist und ich habe keinen Dietrich dabei. Verdammt, ich habe auch keinen mehr. Ja, ich erinnere mich. Die wir einfach nie Is ins Gesicht sehen, ne? Ich kann die sowieso eine Halluzination. Ich kann die. Ja, sie hat die kontrolliert, ne? Schon klar. Hallo, na? So. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das meine Fault ist. Das ist eher die Fault. Haha. Entschuldigung. Badezimmer. Sie hat Mia kontrolliert. So viel ist klar. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier die Antworten, die wir die ganze Zeit suchen. Oh je, ich glaube, der hat. Aber wir haben noch Halluzinationen. Das ist noch komische Sicht gerade. Ah ja, hier war jemand wütend. Ich kann den Geheimgang nicht mehr benutzen. Alles klar. Und ich bin immer noch in der Psychose gefangen. Das sehe ich hier an diesem weißen Licht gerade. Alles, was wir jetzt sehen werden, ist Halluzination. Es ist nicht real. Mami ist dran, dich zu töten. Ja. Ich weiß schon, wer damit gemeint ist. Und das Problem ist, hier kam kein Speicherpoint mehr. Doch, oben auf der. Ach, oben ist noch einer. So, warte. Ich will was gucken. Ich will nur schnell was gucken. Verdammt. Okay, also ich vermute, man kommt an diese Schublade erst im New Game Plus ran. Nur mal gerade so nebenbei erwähnt. Man kommt da erst später ran, weil man hat ja anfangs keine Dietriche. Und ich komme ja nicht von dem Haupthaus wieder zurück hierhin. Das ging ja nicht. So, jetzt würde ich aber erstmal gucken, ob ich oben speichern kann. Vermutlich wird dort kein. Ja. Ich gehe gleich hoch. Da ist kein Speicherpunkt. Ich gucke erstmal unten. Ich glaube, oben wird das Finale stattfinden. Hilfe. Wer hat da gerade um Hilfe gerufen? War es Mia? Ich glaube, es war Mia. I'm not playing. No! Get that away from me! Leave me to die! Macht die uns jetzt wirklich Schaden? Das ist doch nur. Das ist doch nur eine Halluzination. Ist nicht irreal. Wir hatten uns auch keinen Schaden gemacht. Ich komme nicht raus. Okay, das war nur eine Halluzination. Scheiße, ich habe dafür jetzt Munition verschwendet. Okay, wir müssen zwangsläufig nach oben.
Alter. Wie friedlich die Musik gerade ist, ne? Aber hier wird noch der Endkampf auf Doom stattfinden. Du machst mir keine Angst. Du machst mir keine Angst. Ja, ja, mach du mal. Alles gut. Du machst mir keine Angst. Das ist alles nicht real. Oh, sie ist eine erwachsene Frau, so wie es aussieht. Moment, ich geh erst hier hin. Ja, oder? Okay, okay, okay. Ich geh erstmal hier gucken. Alles gut. Ich bleib ja hier. Ist gut, ich guck erstmal hier in der Tür. Ich komme da gar nicht hin. Ist doch schwer windig hier. Möchte ich ja mal... Ah. Ich komme nicht zu der hin, ne? Mal gucken. Wow. Das macht mir Schaden. Okay, scheiße. Mädel? Ich glaube, du verkennst hier den Ernst der Lage. Oh, verdammt. So soll ich da blocken? Ich sterbe hier fast. Ich muss das, glaube ich, nochmal machen. Ich mache hier irgendwas falsch. Ich mache hier irgendwas falsch. Muss ich hier blocken? Um hinzukommen? Fuck. Ich glaube, ich muss da irgendwie hinkommen, aber immer zwischen den Wellen. Mist. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich habe schon falsch gemacht, glaube ich. Geiler Bosskampf. Na, Evelyn. Wie ist es so? What? What? Ich kann hier nirgendwo weg. Ach du heilige Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das ist wahrscheinlich der Ursprung. Noch macht sie nichts, aber ich habe keine Heilung mehr. Kommt immer näher. Du wirst uns gleich. Wow. Bin ich jetzt tot? Bin ich jetzt tot? Ich bin nicht tot, okay. Was? Hallo? Ich kann nicht ins Inventar. Nachladen. Kann ich den Kampf überhaupt gewinnen? Mist, ich wollte gerade abdrücken. Nicht geklappt. Verdammt. Was ist das? Was liegt da?
Was ist das? Die Waffe? Albert 01, was ist das? Auf jeden Fall soll ich es benutzen. Alter. Okay, ist es schon tot? Ich glaube, ich habe es geschafft. Oh. Die Albert 01. War das eine Anspielung auf Albert Wesker? Ich weiß es nicht. Boah. Was war das gerade für eine geile Waffe? Boah, ich bin so... Wo sind die Hubschrauber hin? Okay, irgendwer hat uns gerade mächtig den Arsch gerettet. Chris! Glad we found you. Ist das Chris? Das müsste Chris sein, oder? The fuck took you guys so long? War das gerade... War das Chris? Ich glaube, es war Chris. Oh. Tut das gerade gut, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Mia hat auch überlebt. Okay, ich halte meine Klappe. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. Okay, das scheint der Endscreen zu sein. Ich kann gerade nicht wirklich was sagen. Ich bin so geflasht einfach von dem Ende. Ich denke, ich lasse den Screen gerade mal durchlaufen und sage dann gleich noch was dazu. Bis gleich.
So, jetzt haben wir nochmal den normalen Endscreen. Das war gerade einfach, ich konnte das nicht, ich konnte da nicht drüber labern, ganz ehrlich. Das war einfach zu geil gerade. Deswegen, jetzt kommt nochmal der normale Endscreen und ja, hallo, da bin ich wieder. Mann, war das ein Finale gerade. Was war denn das für ein Finale? Ich muss sagen, ich bin immer noch total von den Socken, wie man so schön sagt. Was war denn das gerade, ey? Boah. Ich weiß auch gerade nicht, was ich als erstes erzählen soll oder was ich als erstes für Eindrücke jetzt gerade euch noch sagen soll, was ich vom Spiel so halte. Also ich muss sagen, großes Lob an Capcom. Ich glaube, seit den ersten Resident Evil Teilen nicht mehr so viel Spaß an einem Spiel von Resident Evil. Also Teil 5 und 6 kannst du hiermit absolut nicht mehr vergleichen, auch Teil 4 nicht. Also wie gesagt, Back to the Roots, ganz, ganz klar, ganz viele Inhalte, ganz viele Dinge wurden wieder zurückgebracht aus den alten Spielen in einfach einer so guten Sache, in einer so guten Form. Ich kann gar nicht sagen, wo ich zuerst anfangen soll. Die Schlüssel, die Rätsel, die Munitionsknappheit, dass du Schiss hast, in den nächsten Raum reinzugehen, weil du nicht weißt, was lauert. Ja, die Türen mit den Schlüsseln. Ich weiß nicht, es waren so viele Elemente, wo ich mich immer wieder zurückerinnert habe an die alten Teile. Es war einfach so gut. Es war einfach so gut. Also großes Lob, wie gesagt, an Capcom für dieses grandiose Spiel. Ich muss echt sagen, ich finde auch die neuen Sachen gut. Also, ne, dass man sich verstecken muss vor Gegnern. Also, dass im Haus mit dem Vater dann, ja, dass man durch Wände durch kann. Also, durch diese Zwischenwände. Das ist halt so ein bisschen aus Outlast auch abgekupfert. Passt aber super rein. Egal. Hat mich an Outlast erinnert. Egal. Trotzdem, es passt einfach ins Spiel. Es ist einfach ein großes Gesamtkonzept. Insekten hatten wir wieder drin. Wir hatten diese Typen, diese Molde, die auf dem Boden gekrabbelt haben, die mich irgendwie an die Licker erinnert haben. Wir hatten komischerweise keine Hunde. Vielen Dank nochmal dafür. Ich muss mich da wirklich für bedanken, weil die Hunde sind echt das Schlimmste, was es in Resident Evil gibt. Ja, keine Hunde, komischerweise. Das hat mich so ein bisschen verwundert, tatsächlich. Aber, naja, man kann nicht alles erwarten und alles haben, wie man so schön sagt. Aber ansonsten, wie gesagt, großartige Story. Ich habe, wie gesagt, noch nicht ganz verstanden, wer jetzt in diesem Labor diese Berichte geschrieben hat. War es wirklich Lucas? Ist der derjenige gewesen, der mit der Umbrella Corporation jetzt zusammengearbeitet hat? Ich weiß es nicht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ich glaube, uns fehlen aber auch noch so ein paar Schriftstücke. Ich muss gleich nochmal, wenn wir die Möglichkeit haben, muss ich gucken, was wir alles gefunden haben. Ob wir wirklich alle Schriftstücke gefunden haben. Das ist jetzt nämlich die Frage, wer da in dem Labor war. Wie gesagt, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das ist das Einzige, dieses Teilstück, das fehlt mir noch. Ansonsten denke ich, habe ich die Story komplett verstanden. Das Schiff ist gestrandet. Mia hatte den Auftrag, mit ihrem Partner Evelyn zu überführen. Ne? Was an sich schon sehr hohes Wagnis ist, weil, wie gesagt, eine Biowaffe einfach mal so rauszunehmen an die frische Luft unter Leute und dann zu glauben, dass man die kontrollieren kann. Aber Umbrella halt, ne? Glaubt immer, sie haben die Kontrolle und im Endeffekt haben sie nichts. Naja, gut. Ne, dann wurde das Kind, wie gesagt, gefunden vom Vater. Er hat sie zur Baker-Familie gebracht und dann hat sie angefangen, dort alle zu übernehmen. Und wollte eine neue Familie haben. Mia kam hinterher, wurde geschnappt, wurde ebenfalls gewandelt. Dann wollte Evelyn quasi eine komplette Familie haben. Hat Ethan auch noch dahin geholt. Er ist auf die Suche gegangen, er ist natürlich drauf reingefallen. Wurde mit dazugeholt und den Rest habt ihr ja gesehen.
Ich denke, so müsste das sein. Ich glaube, so habe ich es auch verstanden. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts weggelassen. Wie gesagt, das Einzige, was mich noch interessieren würde, wer war in dem Labor? Ich habe, wie gesagt, Lucas in Verdacht. Ich hoffe, es ist richtig. Ich kann ja danach nochmal, ich werde gleich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen lesen. Mal gucken, ob ich das alles richtig verstanden habe. Ansonsten gerne in die Kommentare, falls ihr eine andere Theorie habt oder. Ja, ansonsten zur Spielemechanik, zur Grafik brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ich hatte anfangs ein paar Probleme mit der Einstellung. Das ist aber mittlerweile gefixt. Alles gut. Das ist wunderbar. Also da kann ich echt nichts Negatives sagen. Das passt alles super. Und da, es gibt eigentlich, ich muss ehrlich sagen, ich habe einmal einen Spielerabsturz gehabt. Kurz, als wir zurück in den Trailer wollten, ist das Spiel einmal kurz abgestürzt. Ansonsten keine Bugs aufgefallen, nichts. Also ich muss schon sagen, Daumen hoch, Hut ab, Capcom. Super Spiel, ich kann es echt nur weiterempfehlen. Spielt es ruhig mal selbst, auch gerne auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich würde vielleicht nicht direkt mit dem höchsten anfangen, aber nicht unbedingt auf leicht. Also ich finde, normal ist schon eine gute Herausforderung. Also für mich war es eine gute Herausforderung. Ich habe einmal, ein oder andere Mal ein bisschen oft geladen, das gebe ich zu, weil wir einfach die Möglichkeit dazu hatten. Hätten wir es nicht gehabt, hätte ich es vielleicht ein bisschen besser gefunden. Das könnte ich vielleicht noch merken. Ich hätte mir wieder Kassettentapes gewünscht, die man vielleicht hätte sammeln müssen. Aber so ist auch okay. Man will es dem Spieler ja heutzutage auch nicht mehr zu schwer machen. Muss man leider sagen, ne? Viele Spiele sind durch gewisse Dinge auch zu einfach geworden, weil bei dem alten Resident Evil war man wirklich gezwungen. Oh, die Toho Studios waren hier. Toho ist Godzilla. Nur mal so nebenbei. Die waren hier auch mit beteiligt. Cool. Naja, auf jeden Fall will man es ja heute den Spielern auch nicht mehr allzu schwer machen. Also das wie vor 20 Jahren wird leider nicht mehr funktionieren. Aber naja. Vielleicht gibt es ja einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad, den man irgendwie noch freispielen kann, wo man dann Kassettentapes finden muss. Das fände ich noch cool. Aber naja, man kann nicht alles haben. So, dann würde ich erstmal sagen, lasse ich mal die Credits jetzt noch ein bisschen zu Ende laufen. Ich habe soweit alles gesagt von meiner Seite. Und wir sehen uns wahrscheinlich gleich nochmal kurz im Hauptmenü. Vielleicht kriegen wir nämlich noch eine Übersicht, was alles passiert ist, was wir eventuell nicht gefunden haben und. Eine Übersicht wird mit Sicherheit noch kommen. Wir sehen uns gleich wieder.
Huch, da war gerade ein Handysummen zu hören. Es war aber nicht meins. So, Schwierigkeitsgrad normal, Spielzeit 13 Stunden 20. Das Spiel soll 12 Stunden Spielzeit beinhalten. Das heißt, wir haben 1 Stunde 20 zu lang gebraucht. 31 Mal gestorben. Mr. Everywhere ist zerstört. Gesamt 13 von 20. Holy shit. Antike Münzen haben wir auch nicht alle gefunden. Akten gelesen. Ah, 3 Akten haben wir vergessen. Verdammt. Inventarbox geöffnet, 86. Ach so, das ist unsere Speicherbox, also die, wo wir Sachen ablegen können. Arznei, Kräuter verwendet 42, Stabilisierer 1 und Steroide 4. Ich glaube, mehr gibt's auch nicht. Also wäre jetzt mal meine Vermutung. Mr. Everywhere, Alter, 7 Stück haben wir übersehen. Da kriegt man bestimmt irgendwas. Krieg ich bestimmt die Albert oder so, diese Spezialwaffe, die mich so ein bisschen an die Lasergun aus Resident Evil 4 erinnert. Geile Scheiße. Und wie gesagt, ich wollte noch sagen, dass ich es gut fand, dass wir eben noch mal ein bekanntes Gesicht gesehen haben, nämlich den Mr. Redfield. Ich denke, es wird Chris gewesen sein. Das kann eigentlich auch nur Chris gewesen sein. Er sah allerdings ein bisschen anders aus. In den letzten Teilen war der eigentlich relativ von, ja, der sah immer relativ ähnlich aus. Und deswegen, hier sah er jetzt ein bisschen anders aus. Aber man geht ja auch mit der Zeit, das macht ja nichts. So, wir machen mal hier der Schwierigkeitsgrad dieser Speicherdaten. Neue Boni freigeschaltet. Waffe Albert 01R. Oh. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Vielen Dank. Neue Boni freigeschaltet. Objekt die Geheimnisse der Verteidigung. Obiges wurde der Inventarbox im Hauptspiel hinzugefügt. Geheimnisse der Verteidigung, was auch immer das ist. Guck mal, da ist er. Zusätzlicher kostenloser Inhalt. Not a Hero. Frühling 2017. Okay, das sah jetzt gerade nach Chris aus, oder? Der Typ da. Das war doch derselbe, der uns eben aus dem Helikopter, oder der im Helikopter war. Oder kurz davor zumindest. Oi, so, da sind wir auch wieder im Hauptmenü. So, das heißt, die Sachen, die wir jetzt freigeschaltet haben, sind jetzt im Menü, oder was? Das aktuelle Spiel fortsetzen oder neues Spiel? Warte mal, ich probiere mal gerade was aus. Kleinen Moment. Den aktuellen Speicherstand laden, dann lädt er den aktuellen Speicherstand. Okay. Und neues Spiel? Weil ich frage mich gerade, gut, das ist jetzt noch nicht verfügbar wahrscheinlich, das DLC. Wie komme ich in die DLCs rein? Mehr? Warte mal. Online-Store? Zu Store wechseln? Ich will nochmal was gucken. Kleinen Moment. Da passiert überhaupt nichts. Okay, Resident Evil Net, da sind wir eh nicht mit verbunden. Okay, Optionen. Wie komme ich in die DLCs? Kommen wir da irgendwie... Wahrscheinlich ist es jetzt noch nicht verfügbar. Ja, ich denke, das wird noch nicht verfügbar sein, weil fortsetzen ist ja dann... Das wird ja jetzt wahrscheinlich der letzte Speicherspielstand sein, vermute ich. Ich will es nur gerade wissen. Ich will es wirklich nur gerade wissen. Ja, okay, das können wir abbrechen. Alles klar, das wollte ich nur wissen. Prima. So, das heißt, ein neues Spiel würde ich dann allerdings jetzt dann nicht machen, sondern das ist jetzt auch schon passiert, lange. Ich habe das Spiel jetzt nämlich, wenn ihr das hier seht, schon längst im Livestream gespielt, deswegen macht es jetzt wenig Sinn, das zu erwähnen. Aber es sei gesagt, ich habe das Spiel nochmal auf schwer gespielt, also der Vergangenheits-Angus, also das ist jetzt der Zukunfts-Angus, wie auch immer ihr das sehen wollt, hat das schon, wie gesagt, nochmal im Livestream auf schwer gespielt. Das heißt, ich werde jetzt mehr Wissen haben zu diesem Zeitpunkt, aber jetzt gerade noch nicht, was man alles noch freischalten kann zum Beispiel. Und ja, das war es dann jetzt auch erstmal von meiner Seite aus. Sorry für die kleine Verwirrung gerade mit diesem Zukunft und Vergangenheit. Wie gesagt, es ist geplant, das Spiel hier nach der Session nochmal im Livestream auch schwer durchzuspielen. Und das mache ich auch. Und ja, es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank fürs Zusehen, für eure Unterstützung. Und würde sagen, wir sehen uns in einem anderen Let's Play. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Angus LP. Bis dann.